Was geht Leute von heute, mein Name ist Rebix und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und in diesem Video wollen wir mal den neuen Trailer, der rausgekommen ist, zum Caio Perico heißt analysieren. Und zwar werde ich das anhand der Bilder machen, die dann im Trailer zu sehen waren. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video und wir fangen direkt an. Also in der ersten Szene sieht man ja zwei nette Damen und im Hintergrund zwei Jets. Diese Jets sind nicht neu. Das ist der Nimbus, der wurde schon vor Jahren zum Spiel hinzugefügt. Und der Typ, der da auch mit im Bild steht, das ist wahrscheinlich euer Online-Charakter, weil die ganze Szene wird nämlich Teil einer Zwischensequenz sein. Wahrscheinlich ist das die Zwischensequenz zum Start des Updates. Das heißt, man muss wahrscheinlich mit diesen beiden Ladies zur Insel fliegen. Und hier sieht man sie auch. Hier ist mal eine kleine Übersicht von der Insel, wie das Ganze dann aussieht. Auf jeden Fall relativ kompakt mit ziemlich vielen Anlegestellen, wie man sehen kann. Und dann führt uns Rockstar auch schon etwas näher an die Social Spaces ran, also an die Party-Locations auf der Insel. Und hier ist einmal die Outdoor-Variante zu sehen mit neuen DJs und einigen Online-Charakteren, die dann davor das Tanzbein schwingen. Aber man kommt ja nicht auf die Insel, um nur das Tanzbein zu schwingen. Nein, man kommt ja auf die Insel, um den Drogenbaron auszurauben. Und das ist wahrscheinlich der hier. Das wird wahrscheinlich der Typ sein, um den sich das Ganze hier dreht. Scheint auf jeden Fall ein ziemlich partyeifriger Vogel zu sein. Und mit Party geht es im Trailer dann auch direkt weiter. Und zwar zeigt Rockstar einem dann wieder einen Club. Wahrscheinlich ist es ein Underground-Club auf der Insel. Aber ganz vielleicht kann es auch sein, dass es ein ganz anderer Club ist, der sich in Los Santos vielleicht befindet. Denn es gab ja auch einige Gerüchte, dass die Baustelle in Los Santos mit dem neuen DLC ja vielleicht jetzt endlich fertig sein soll. Sprich der Tower direkt gegenüber von der Maze Bank. Und ganz vielleicht ist das auch ein Club, der sich innerhalb dieses Towers befindet. Man weiß es nicht. Hier dann auch eine Szene, wie der Online-Charakter durch den Club geführt wird. Und wenn es um Clubs geht, darf natürlich English Dave nicht fehlen. Der ist auch wieder dabei. Der war natürlich auch im Nachtclub-Update dabei. Und vielleicht hat er ja wieder eine neue Location für uns, die wir besitzen können. Hier sehen wir dann auch nochmal eine kleine Szene aus dem Club mit Security im Hintergrund. Also der Club scheint gut bewacht zu sein. Sieht dem Nachtclub aus Los Santos jetzt relativ ähnlich. Aber ich vermute und hoffe jetzt einfach mal, dass er vielleicht größer ist. Hier zeigt uns Rockstar dann auch nochmal einen neuen DJ. Ich weiß jetzt nicht, wer das sein soll, beziehungsweise wer da dargestellt sein soll. Vielleicht wisst ihr es ja, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, würde mich echt mal interessieren. Und hier auf dem Bild wird es jetzt mal ein bisschen interessanter. Und zwar sieht man jetzt hier nochmal die Insel mit einem Wachturm. Und auf dem Wachturm befindet sich eine Wache. Man kann auch Scheinwerfer erkennen. Wahrscheinlich werden die auch ein ziemlich großes Hindernis sein, wenn wir dann den Heist angehen. Und so wie es aussieht, wird es in diesem Heist auch wieder mehrere Herangehensweisen geben. Denn hier sieht es so aus, als wäre das wieder eine Silent and Sneaky, sprich eine still und leise Herangehensweise. Und offensichtlich auch mit neuen Minigames. Dieses hier wird wahrscheinlich eine neue Hack-Herausforderung sein, nennt sich Print Cloner. Bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Und was im neuen DLC natürlich auch nicht fehlen darf, sind neue Auftraggeber. Ja, ist ja ganz klar. Da gibt es dann wahrscheinlich wieder Leute, für die wir halt den guten Typen ausrauben sollen. Auch das hier ist wieder ein Ausschnitt aus einer Zwischensequenz wahrscheinlich. So, hier kann man jetzt eine weitere Herangehensweise sehen und zwar wahrscheinlich aggressiv, wenn man das jetzt mit den aggressiven Outfits aus dem Casino-Heist vergleicht. Was man hier im Bild vermutlich auch sehen kann, ist eine neue Waffe. Ich kann es jetzt nicht ganz erkennen, aber es sieht auf jeden Fall recht unbekannt aus. Vielleicht ist es jetzt mal eine Scar, die ja so heiß diskutiert wurde in den Reddit-Foren. Was man allerdings auch sehen kann, was wesentlich interessanter ist, ist ein neuer Heli. Ja, das ist ganz offensichtlich ein neuer Heli und das wird wahrscheinlich auch ein Tarnheli sein. Wovon ich jetzt einfach mal ausgehe aufgrund der relativ kantigen Form des Helis. Der wird dann wahrscheinlich ähnlich funktionieren wie der Akula. Ist auf jeden Fall ziemlich geil. Ich hoffe, dass der auch Geschütze dran haben wird, beziehungsweise MGs oder irgendwie sowas. Sprich eine neue Art Annihilator, nur halt mit Tarnmodus. Und hier sieht man jetzt das, was ich bereits im letzten Caio Perico heißt Video vermutet habe oder gehofft habe. Sie bringen tatsächlich einen Greifhaken mit ins Spiel rein, finde ich richtig geil. Ich hoffe, dass man den dann auch im freien Modus besitzen kann und auch dort verwenden kann. Und vielleicht sogar irgendwelche lustigen Sachen damit anstellen kann. Sich zum Beispiel an Helis dranhängen oder so, das wäre doch echt mal cool. Und worauf ich auch mal sehr gespannt bin, ist das, was man jetzt hier sieht. Und zwar gibt es wohl Glasschneider, um dann besonders wertvolle Skulpturen aus ihren Glaskästen zu befreien.
Es wird wahrscheinlich der Ersatz für die Kunstwerke aus dem Casino heißt sein, dass man diesmal halt keine Gemälde oder Kunstwerke klaut, sondern eben wertvolle Skulpturen. Im Hintergrund sieht man auch wieder einen Dude mit eben wahrscheinlich einer neuen Waffe. Kann man nicht ganz genau erkennen, aber ich vermute mal stark, dass das eine neue Waffe sein wird. Was man auch sieht, ist ein Aufzug. Das heißt, dass das Ganze wahrscheinlich in einem mehrstöckigen Gebäude stattfinden wird. Oder ich gehe mal schwer davon aus, dass das hier der Keller sein soll. Wahrscheinlich von der Villa. Ein neuer Charakter wird auch hinzugefügt. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das wahrscheinlich sogar eine neue Kontaktperson wird, die vermutlich dann etwas mit der Verwaltung des U-Boots zu tun haben wird, was dann kommen wird. Und was Roxxon hier auch nochmal zeigt, ist der Innenraum des U-Boots. Und zwar kann man diesmal etwas mehr erkennen als in dem Trailer davor. Und zwar gibt es, soweit ich das jetzt hier so sehen kann, anscheinend schon mal mindestens 5 Spots, an denen man als Online-Spieler interagieren kann. Und dazu gehört wohl auch eine steuerbare Rakete dazu, also eine Fernlenkrakete, die man dann aus dem U-Boot feuern kann und damit dann auf sein Ziel zufliegen kann. Finde ich auch ein ziemlich cooles Feature, aber ich glaube, dass die Funktion im PvP auch ganz schön abfacken wird. Also gucken wir mal, was da auf uns zukommt. Immerhin scheint es keine Orbitalkanone zu sein, das ist ja schon mal was Positives. Und womit man im U-Boot wohl auch noch interagieren kann, ist mit einer Karte. Das wird eine Vorbereitungskarte sein. Und ich gehe mal davon aus, dass da oben rechts die Dollarzahlen, dass sich das vermutlich auf den Payout beziehen wird, den man dann aus dem Heist rausholen kann. Und vermutlich muss man erstmal die ganze Map nach gewissen Spots erkunden. Und wenn man jetzt hier mal reinzoomt, kann man auch schon ungefähr erkennen, welche Spots das sein werden. Kann es wirklich sehr, sehr schlecht lesen, aber ich habe mich da mal ein bisschen informiert und ein paar Sachen sind wohl schon bekannt. Zwar hätten wir da zum einen 24 Secondary Targets, also sekundäre Ziele, was wahrscheinlich Beute sein wird, die man einsammeln kann. 8 Points of Interest, also 8 interessante Punkte. 4 Exit Points, also ich gehe mal davon aus, dass damit Fluchtwege gemeint sind. Und 8 Entry Points, was eben dann Zugangspunkte sein sollen wahrscheinlich. Also gibt es wahrscheinlich 8 verschiedene Wege, um den Heist zu betreten, beziehungsweise wahrscheinlich die Villa. Die anderen sind mir jetzt nicht bekannt, das andere, was da noch drauf steht. Ist auch ziemlich schwierig zu entziffern, muss ich dazu sagen. Vielleicht habt ihr das ja schon rausgefunden und könnt das mal in die Kommentare schreiben. Dann zeigt uns Rockstar hier auf jeden Fall auch noch bewaffnete Boote, richtig cool. Die sind aber, so wie es aussieht, nicht vom Fahrer des Boots steuerbar, sondern man braucht auf jeden Fall eine weitere Person dafür. Denn es handelt sich eher um Geschütze auf dem Boot, die bemannt sein müssen. Bin mal sehr gespannt, wie stark die Dinger sind und ob es da noch verschiedene Varianten geben wird. Hier ist dann auch nochmal eine schöne Szene. Und zwar sieht man hier, wie der Online-Spieler mehrere Goldbarren auf einmal in den Sack packt. Ja, also es scheint auf jeden Fall jetzt mal möglich zu sein, in dem neuen Update auch mehrere Goldbarren aufzusammeln, was sehr, sehr gut ist. Und das hier ist wahrscheinlich eins der Secondary Targets, also eins der 24 sekundären Ziele, die man als Beute mit einsacken kann. Wie man auf der Karte auch gesehen hat, scheint sich der Heist über die ganze Map zu ziehen. Also das wird auf jeden Fall eine riesige Erkundungstour werden. Und wenn man den vollen Payout mitnehmen möchte, dann muss man auch vorher alles erkunden. Zumindest was die Secondary Targets, sprich die sekundären Ziele betrifft. Und zum Schluss des Trailers zeigt uns Rockstar nochmal den Tarnheli, der dem Annihilator wirklich sehr, sehr ähnlich sieht, nur halt in Tarnversion. Ich hoffe, wie gesagt, wirklich, dass man da noch Geschütze dran packen kann. Fände ich wirklich ziemlich, ziemlich geil. Und ja, ich sag mal so, ich hoffe, das wird ein Tarnheli, aber ich gehe mal stark davon aus. Und worauf wir jetzt hier kurz auch nochmal eingehen werden, ist das Thumbnail des Trailers, weil da sieht man auch nochmal ziemlich viele interessante Sachen, die wohl in den neuen Update dann kommen werden am 15. Dezember. Dazu gehören natürlich auf jeden Fall wieder neue Fahrzeuge. Dazu gehört zum einen mal dieser schicke Wagen hier, genauso wie diese Quads hier und der Geländewagen hier. Dann bekommen wir anscheinend noch einen neuen Helikopter, und zwar einen Sea Sparrow, allerdings keinen Sea Sparrow, sondern einen wahrscheinlich einen Sparrow. Und was ich mit am interessantesten finde, ist tatsächlich hier oben dieses schöne Flugzeug hier, was mir auch sehr, sehr stark nach einem, ja, Tarnbomber aussieht. Die Information mit dem Bomber habe ich vom Thunderlord. Nachdem ich ihm nämlich darauf hingewiesen habe, dass ich oben rechts im Thumbnail einen Jet sehe, meinte er, ah ja, das sieht ihm aus wie ein Tu-160 Bomber, anscheinend aus dem Kalten Krieg. Aber gut, ich hoffe mal, dass das Ding zumindest so schnell sein wird, dass es Dreckspike-Raketen ausweichen kann. Und ja, klar, dass es Bomben besitzt, das würde mir tatsächlich schon reichen.
Und ich muss schon zugeben, dass ich wegen dem Tarnheli und jetzt hier eben diesem Tarnbomber doch ein wenig gehypt bin, Jungs. Oder sagen wir zumindest, das sind auf jeden Fall Sachen, auf die ich mich ziemlich freue. Genauso wie auf den Greifhaken. Aber wir wollen mal abwarten. Was sagt ihr denn zu dem Trailer? Was findet ihr ganz gut an dem? Worauf freut ihr euch jetzt im neuen Update? Schreibt mir das doch auch mal in die Kommentare. Ich bin erstmal raus. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Haut rein und ciao, ciao.